Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In dem heutigen Video berichte ich euch über meine persönlichen Erfahrungen mit CDL. Wie ihr ja mitbekommen habt, habe ich mich sehr lange damit beschäftigt und wirklich lange überlegt, ob ich es probieren soll. Es gibt einige Befürworter, aber auch ganz viele Warnungen vor dem angeblichen Wundermitteln. Es scheint auch einige Studien darüber zu geben, die beweisen, dass CDL in der richtigen Dosierung weder giftig noch schädlich ist. Es soll vielseitig einsetzbar sein, schädliche Krankheitserreger, Viren und Bakterien töten und Schwermetalle aus dem Körper beseitigen und das bei richtiger Anwendung ganz ohne Nebenwirkungen. Ja, ich habe sehr viel darüber gelesen, unzählige Videos angeschaut, mir Protokolle herunterladen, aber eine richtige Studie habe ich nie gesehen. Also ich habe immer nur gehört, es gibt Studien und dann wird wie ich gerade gesagt habe, aber ich habe die Studie halt nie gesehen, dass es eine Studie ist, die zum Beispiel an irgendeiner Universität oder wo auch immer gemacht wurde, mit so und so viel Probanden zum Beispiel, das ist mir nie irgendwie zugekommen. Es wurde immer nur von Studien erzählt. Aber trotzdem habe ich mich entschieden, es zu testen. Ich habe meinem Heilpraktiker am 31.01. darauf angesprochen und er hat gesagt, dass ich es ruhig testen kann. Ich wollte von ihm wissen, inwiefern ich bezüglich der Nahrungsergänzungsmittel aufpassen muss, damit es keine Kontraindikationen gibt, und auch generell wollte ich mal seine Meinung darüber wissen. Nachdem das alles geklärt war, habe ich ein paar Tage später mit meiner Hausärztin darüber gesprochen. Sie gab mir ebenfalls grünes Licht. Auch habe ich noch mit einem Doktor aus Deutschland gesprochen, der es selber schon seit Jahren anwendet. Er hat mir dann ein Anwendungsprotokoll nach Andreas Kalker empfohlen. Und am 17. Februar morgens habe ich das Video CDL ja oder nein hochgeladen, genau, und morgens habe ich aber schon mit der Einnahme begonnen. Meine Einnahme erfolgte nach dem Protokoll C20, was bei nahezu allen Krankheiten und zur Schwermetallentgiftung angewendet wird. Nach diesem Protokoll sollte ich 15 bis 20 Milliliter des 0,3%igen CDL mit 1 oder 1,5 Liter Wasser mischen und in mehreren Portionen über den Tag verteilt trinken. Der Abstand zwischen den Portionen sollte etwa eine Stunde sein. Ich mache euch hier mal einen Screenshot rein von dem empfohlenen Einnahmeplan. Ach ja, Leute, ihr wisst ja, ich bin immer noch nicht so fit. Mir geht es aber auf jeden Fall besser wie vor ein paar Tagen noch. Letzte Woche war es ja so schlimm mit der Erschöpfung, dass ich nur gegähnt habe. Das ist jetzt Gott sei Dank ein bisschen besser. Ja, es gibt natürlich noch einiges mehr, was man beachten muss, wenn man CDL einnimmt. Aber das wird ja jetzt hier den Rahmen sprengen und hat ja jetzt auch hier mit meiner Erfahrung nichts zu tun. Der Doktor, mit dem ich gesprochen habe, der hat mich gefragt, wie schwer ich bin, also wie viel ich wiege, und hat mir erklärt, dass ich erst einmal mit einer geringen Dosis anfangen soll und diese dann steigern soll. Ich habe die ersten 3 Tage 9 Milliliter CDL auf 1,5 Liter Wasser getrunken. Aufgeteilt habe ich es in 9 Portionen und mir ging es eigentlich dabei richtig gut. Ich habe auch manchmal 8 Portionen draus gemacht, das kam halt so drauf an. Danach habe ich 3 Tage lang 12 Milliliter CDL auf 1,5 Liter Wasser getrunken, genauso aufgeteilt. Ich hatte dann jede Nacht übelste Schweißausbrüche, wirklich ganz schlimm. Mein Schlafanzug, den konnte ich am nächsten Morgen ausfringen, und auch Kopfschmerzen, halt anders wie sonst. Mir ging es nicht gut. Da ich ein paar Tage später für eine Woche nach Deutschland fliegen musste, das war ja ganz kurzfristig, hatte ich mich dann entschieden, die Einnahme zu unterbrechen, bis ich wieder zu Hause bin. Also ich habe mittwochs die Einnahme eingestellt und donnerstags fühlte ich mich irgendwie total unwohl, bekam nachts schlimme Halsschmerzen von Donnerstag auf Freitag.
Ich bin dann nachts runter in die Küche geschlichen und habe mit CDL gegurgelt. Ich habe 1 Milliliter CDL auf 15 Milliliter Wasser gemacht. Und am nächsten Morgen bekam ich auch noch Schnupfen dazu und war total verschleimt. Montagmorgen sollte der Flug nach Deutschland gehen und ich habe mich entschieden, eine etwas kleinere Dosis CDL einzunehmen und regelmäßig jede Stunde damit zu gurgeln. Ich habe dann täglich nur 6 Milliliter CDL auf 1 Liter Wasser in 6 Portionen eingenommen. Und die Halsschmerzen waren am Sonntag weg, komplett weg. Und der Schnupfen am Montagmorgen pünktlich zum Abflug nach Deutschland. In Deutschland habe ich diese Mischung auch täglich genommen. Ich hatte 5 Tage lang jede Nacht immer noch schlimme oder wieder schlimme Schweißausbrüche. Aber ansonsten fühlte ich mich besser. Ich war zwar auch schnell erschöpft und müde, musste aber nicht so viel gähnen. Also es ging mir, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es so richtig beschreiben sollte. Also ich war natürlich nicht topfit, aber halt auch nicht ganz so schlapp, wie ich vorher hier war. Das mit den Schweißausbrüchen wurde dann auch besser. Ich denke mal, dass die Schweißausbrüche einfach so eine Entgiftungsreaktion waren. Zu Hause angekommen, habe ich dann wieder versucht, die Dosis in kleinen Schritten zu erhöhen. Ich habe wieder von 6 auf 9 Milliliter erhöht, dann von 9 auf 12 Milliliter täglich und nach einer Woche von 12 auf 15 Milliliter, was aber eindeutig zu viel war. Ich hatte wieder übelste Kopfschmerzen, Schweißausbrüche, die auch nach einer Woche nicht besser wurden. Ich habe mich jetzt bei 9 bis 12 Milliliter täglich eingependelt. Diese Dosis vertrage ich persönlich jetzt am besten. In dem Protokoll steht, dass die Dosierung vom Körpergewicht abhängig ist. 20 Milliliter gelten für ein Körpergewicht von um die 80 Kilo. Als Richtwert gelten 2,5 Milliliter je 10 Kilo Körpergewicht. Bei mir wären das dann 15 Milliliter, was mir aber nicht so gut bekommt. Am besten kommt mein Körper mit ca. 10 Milliliter täglich klar. Ja, ich finde tatsächlich, dass ich seit ich regelmäßig CDL nehme, nicht mehr ganz so viel gähnen muss. Mir wurde auch von dem Doktor erklärt, dass die Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Schwäche, das Frieren, die immer noch schlechte Konzentrationsfähigkeit, die geringe körperliche und geistige Leistungsfähigkeit, der unangenehme Mund- und Körpergeruch, da habe ich auch schon seit längerem mit zu kämpfen. Kalte Hände oder Füße, die Kopfschmerzen und die Anfälligkeit für Infektionen von der Entgiftung kommen kann. Ich hatte das ja im letzten Jahr ganz oft immer so schubweise, wahrscheinlich immer dann, wenn der Körper extrem entgiftet. Ich habe euch ja mal erzählt, wie mein Duschwasser in solchen Phasen aussah. Und wie schlapp ich war und wie beschissen es mir dann ging. Ich habe auch so eine Körperausdünstung gehabt. Ich habe ganz anders gerochen. Also ich habe das ja jetzt auch noch. Wenn ich dann so entgifte, dann merke ich richtig, ich habe so eine andere Ausdünstung. Ich rieche anders, ich schwitze mehr. Ich habe einen trockenen Mund. Ich habe auch manchmal Mundgeruch und so. Das ist aber immer in diesen Phasen, wenn ich auch vermehrt Schweißausbrüche habe, auch Kopfschmerzen. Ich denke wirklich, dass der Körper dann entgiftet. Nach Leas Geburtstag ging es mir nochmal richtig schlecht. Da hatte ich so einen richtigen Crash trotz der Einnahme von CDL und war halt während dem Kursurlaub dann mit meiner Mutter war ich ja auch extrem erschöpft. Das mit der Müdigkeit und der Erschöpfung wurde immer schlimmer. Auch die anderen Symptome, schlimme Kopf- und Gliederschmerzen, Sehstörungen, Konzentrationsstörungen, Wortfindungsstörungen, Schweißausbrüche, Muskelzucken in den Beinen. Das war eine Katastrophe. Mein Zustand hat sich innerhalb einer Woche so extrem verschlechtert. Also ich hatte wirklich ganz, ganz schlimme Kopfschmerzen, Sehstörungen, Druck auf den Kopf, war extrem lichtempfindlich, hatte extrem müde Augen, bekam sogar wieder Ticks und konnte mich kaum artikulieren. Ich kam ja dann für 4 Nächte ins Krankenhaus und habe da mit der Einnahme des CDLs eine Woche lang pausiert. Ich war in der Woche noch viel erschöpfter wie sonst. An dem Tag, an dem ich das Update 15 Monate nach der Booster-Impfung gedreht habe,
habe ich auch kein CDL eingenommen. Und ich war extrem erschöpft. Ich habe ja nur gegähnt. Und das ging da wirklich schon. Die ganze Woche war ich noch erschöpfter. Also habe noch mehr. Also habe nur noch gegähnt. Es war eine Katastrophe. Seit Freitag, heute ist Montag, nehme ich jetzt wieder CDL. Und ist ein kleines bisschen besser. Ich habe das Gefühl, dass ich dadurch nicht so extrem müde und erschöpft bin. Beziehungsweise nicht so viel gähnen muss. Mein Blutsauerstoff ist dann auch immer zwischen 96 und 99, wenn ich CDL eingenommen habe. Sonst war ganz oft der Blutsauerstoffgehalt die letzten Monate zwischen 93 und 95, manchmal auch drunter. Ja, seit vorgestern, ihr hört es bestimmt, bin ich auch schon wieder erkältet. Zu meinen normalen Symptomen habe ich noch starke Halsschmerzen und Schnupfen bekommen. Ich spreche so ein bisschen durch die Nase. Ich habe sofort angefangen mit CDL zu gurgeln und nehme 12 ml täglich ein, in der Hoffnung, dass ich die Erkältung schnell wieder loswerde. Also ich nehme immer so zwischen 9 und 12. Jetzt sehe ich, dass ich wenigstens 12 ml nehme. Auf 1,5 Liter Wasser mache ich mir das. Und es ist auch schon besser geworden. Also, gestern Morgen waren die Halsschmerzen richtig, richtig übel. Ich konnte nicht schlucken und so. Durchs Gurgeln wurde es besser. Dann heute Nacht war der ganze Schleim war gelb und grün und alles. Und auch das wird jetzt ein bisschen besser. Ich hoffe, dass ich die Erkältung jetzt schnell wieder loswerde. Ja, zu dem CDL, was ich ja jetzt erst seit 2,5 Monaten einnehme, nehme ich seit einem Jahr auch Chlorella. Ich trinke ja jeden Tag brav meinen Brennnessel- und Schachtelheimtee, ernähre mich weiterhin extrem gesund, also auch schon seit einem Jahr, nehme meine Nahrungsergänzungsmittel und bin mal ganz gespannt auf das Ergebnis meiner nächsten Lungenfeldmikroskopie. Kurz noch zu Chlorella, da gibt es ganz viele Studien, die beweisen, dass Chlorella zur Ausleitung von Schwermetallen wie Blei, Cadmium, heißt das so, Quecksilber, aber auch Leichtmetallen wie Aluminium geeignet ist. In Kombination mit Bärlauch und Koriander kann man auch Pestizide loswerden. Aber darum geht es ja jetzt nicht. Ich wollte noch mal kurz nur zu dem Chlorella was sagen. So, und also durch diese viele Trinken, was ich ja mache, und auch dieses Chlorella habe ich ja schon länger, auch ohne CDL, versucht, meinen Körper halt zu entgiften. Ja, das hier sind meine eigenen Erfahrungen, die ich persönlich mit CDL gemacht habe. Ich möchte mit diesem Video niemanden davon überzeugen, CDL zu testen, einzunehmen und auch niemanden davon abraten. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich mache das Video nur, um meine ehrlichen Erfahrungen zu berichten. Entschuldigt bitte, es ist wieder so anstrengend. Weil sich das ganz, ganz viele gewünscht haben. Mir ist auch bewusst, dass ich durch dieses Video wieder ganz viele böse und beleidigende Kommentare bekomme, aber das ist mir egal. Ich lasse das nicht an mich ran. Nach dem Update habe ich so viele beleidigende Nachrichten und Kommentare bekommen von Menschen, die sich hinter ihrem Profil verstecken und wahrscheinlich niemals selber die Eier in der Hose hätten, einem das persönlich ins Gesicht zu sagen. Und mit Sicherheit sich auch nicht trauen würden, sich so wie ich vor eine Kamera zu setzen und ehrlich von ihren Erfahrungen zu berichten. Ja, einige der besagten Menschen haben anscheinend kein eigenes Leben und verschwenden ihre Energie, um andere Menschen zu beleidigen. Ich bekomme sogar Nachrichten, in denen mir gewünscht wird, dass ich an meinen Nebenwirkungen verrecken soll, weil ich das ja selber schuld bin, und empfehlen mir kranker Pünktchen, ich möchte es gar nicht aussprechen, zum Psychiater zu gehen, obwohl diese wahrscheinlich viel nötiger haben, dahin zu gehen. Naja, von solchen verbitterten, voller Hass und negativ eingestellten Menschen distanziere ich mich. Sie tun mir einfach nur leid. So, das war's dann mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video bitte einen dicken Daumen nach oben. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr selber auch schon Erfahrungen mit CDL gemacht habt. Und wenn ja, was für welche? Ja, und dann würde ich sagen, macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!